Herr Bischof, als das apostolische Lehrschreiben von Papst Franziskus veröffentlicht worden ist, da ist das sofort von vielen Seiten eifrig, ohne jede Zeitverzögerung kommentiert worden. Sie haben gesagt, ich will das erst einmal lesen. Jetzt nach der Lektüre dieses 256 Seiten starken Dokumentes, was ist das für ein Dokument, das der Papst da verfasst hat? Ja, man könnte sagen, es ist ein Dokument des Auftakts, und gleichzeitig auch der Synthese seines Auftakts, den er so eindrucksvoll vollzogen hat mit seiner Vorstellung auf der Loggia der Peterskirche. Das hat man auch inhaltlich gemerkt. Es sind viele Worte, Wendungen, Sätze in diesem apostolischen Schreiben, die man auch zu anderer Gelegenheit von ihm bereits gehört hat. Die Freude des Glaubens steht im Mittelpunkt in diesem oft ganz mitreißend zu lesenden Dokument. In vielen Zitaten ist vom Strom der Freude die Rede, in dem man eintreten soll. Ganz wörtlich schreibt der Papst, ein Verkünder des Evangeliums sollte nicht ständig ein Gesicht machen wie einer Beerdigung. Und an anderer Stelle sogar redet er vom grauen Pragmatismus des kirchlichen Alltags, der die Christen allmählich in Mumien für das Museum verwandelt. Also das sind ganz schön starke Worte. Das sind sehr starke Worte, an denen sich vielleicht mancher auch stoßen wird. Aber in der Tat, es lässt sich sicher nicht immer alle Freude unmittelbar in die Emotion übertragen. Es gibt eine freudige Gelassenheit, es gibt ein stetiges Voranschreiten in der Freude, aber in der Tat, dieses eben mit zusammengebissenen Zähnen Protokolle schreiben, Ergebnisse abfordern, Ansprüche an die anderen stellen und nicht sich besinnen auf das, was uns im Grunde schon geschenkt ist, was wir eigentlich nur wieder weiterzugeben haben, womit wir anderen helfen können, das Leben positiver zu sehen und Hoffnung zu haben. Das ist ja eigentlich gar nicht so schwer. Und darum können wir es auch leichten und freudigen Herzens tun. An wen richtet sich dieses Dokument? Ja, an mich und an dich, an uns alle und nicht zuerst an die anderen. Ich glaube, das ist das Entscheidende, ist gleich genau dem, was ich jetzt sagte, als Mutter Teresa mal gefragt wurde von einem Journalisten, Mutter Teresa, was muss sich in der Kirche ändern? Und sie hat ihm geantwortet, sie und ich. Das würde ich voll auch auf mich beziehen angesichts dieses apostolischen Schreibens. Der Papst schreibt ja auch, in allen Getauften wirkt die heilige Kraft des Geistes, die zur Evangelisierung drängt, in allen Getauften. Und gleichzeitig nimmt er sich selbst ja zurück. Das hat ja auch so ein bisschen Wirbel dann schon verursacht. Man sagt, der Papst muss nicht immer oder vom Papstamt muss man nicht immer endgültige Antworten verlangen. Er spricht von einer heilsamen Dezentralisierung. Bisher galt Roma locuta, causa finita. Rom hat gesprochen, der Fall ist erledigt. Und jetzt? Meines Erachtens gilt das zweifellos auch heute noch. Ich erlaube mir auch darauf hinzuweisen, dass dem Papst sicher auch gewahr wird, dass also dieses Amt, diese Aufgabe, auch bei den vielen Menschen, die nach ihm drängen, eben doch eine hohe und bleibende und unabnehmbare Verantwortung liegt. Und das ist gut zu sagen und sagen zu können, ich muss sie nicht ganz allein tragen, sondern für euch bin ich Bischof, mit euch bin ich Christ. Und was der heilige Augustinus hier schon gesagt hat, angesichts seiner Bangigkeit vor dem Bischofsamt, ich denke, das dürfen wir auch dem heiligen Vater Papst Franziskus durchaus zusprechen. Genau, das sagt er ja auch eigentlich für alle anderen Bischöfe, wo er sagt, natürlich müsst ihr an der Spitze der Herde stehen, aber vielleicht auch manchmal mittendrin und manchmal auch hinterhergehen, weil die Herde hat schon einen Spürsinn für das, wohin sie gehen muss. Was macht das mit Ihnen als Bischof, wenn Sie sowas hören? Also das würde ich durchaus bestätigen. Durch die Jahrhunderte hindurch ist es so gewesen, dass es den Sensus Fidei, den Sensus Fidelium gibt und gab und immer noch gibt. Und ich muss Ihnen sagen, das trifft insofern bei mir auch voll ins Schwarze. Ich habe meine große Freude an Laien, nicht im Sinne von Nichtfachleuten, sondern als Angehörige des Volkes Gottes, die mit Kompetenz, mit Einsatzbereitschaft, mit Liebe und Toleranz eben das ausdrücken und das zum Ausdruck bringen in den verschiedenen Verantwortungsbereichen, was sie glauben, wovon sie selber beseelt sind. Und ich folge ihnen gern, wenn ich das
mit dem Hintergrund meiner Verantwortung und meines theologischen Wissens auch vereinbaren kann. Darf ich einen Satz vielleicht dann nochmal rausgreifen, der auch sehr stark diskutiert worden ist, auch gerade bei den Laien. Franziskus sagt so einen Satz wie: Die Eucharistie ist nicht eine Belohnung für die Vollkommenen, sondern ein großzügiges Heilmittel und eine Nahrung für die Schwachen. Da haben dann einige schon gesagt, aha, das heißt, Papst Franziskus sagt, wieder verheiratet Geschiedene dürfen zur Kommunion. Das ist sehr stark diskutiert worden. Wie sehen Sie das? Ich würde das lieber andersrum sehen, nämlich an den, der es hört. Nämlich, niemand soll meinen, wenn er in dieser Hinsicht vielleicht eine saubere Akte hat, wie man so sagen könnte, dass er dann von vornherein prädestiniert ist und er nie mehr sagen muss vor der Heiligen Kommunion, Herr, ich bin nicht würdig. Wir sind Sünder und bleiben Sünder. Und darum, wenn Sie sich mal den Ablauf der Liturgie ansehen, wir rufen, wir bitten von Anfang bis Ende um Erbarmen, um gnädige Zuwendung und Barmherzigkeit Gottes. Auch gerade die, ich will es nicht wieder so salopp formulieren, aber gerade die, die meinen, jetzt, ich kann ja ohne weiteres nach vorn gehen, dann ist vielleicht doch zu überlegen, ob er sich da nicht täuscht in dem, was die Eucharistie für uns bedeutet. Also eine Freude am Glauben, die auch eine demütige und vielleicht auch deshalb vollkommenere Freude ist. Jetzt haben wir so ein bisschen diese Strukturdinge schon geredet. Wie groß sehen Sie eigentlich die Gefahr, dass man jetzt in der Diskussion wieder über die ganzen Strukturdebatten redet und diese eigentliche vielleicht Kernbotschaft, Glauben macht Freude und das heißt auch, ich will weitererzählen davon, dass die so ein bisschen in den Hintergrund rückt? Wissen Sie, der Mensch ist ein listiges Wesen. Und ich glaube, das ist eine Strategie, die immer gilt, dass man sofort sich selber aus dem Feuer, aus der Besinnung herausnehmen kann, um dann über etwas zu reden, was außerhalb von mir liegt, unter Umständen sogar über andere oder auch vielleicht für andere, aber doch im Letzten nicht für sich und um seine eigene Bekehrung und seine eigene Richtung und den eigenen neuen Anfang.